Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Diesmal Mutter Erde Gaia. Ich habe jetzt hier schon eine Vorzeichnung gemacht, habe auch hier so ein Teil hier oben abgeklebt mit Klebeband, hier ein Magnet angeheftet, und das werden wir auch gleich sehen dann in der Folge, was es da geht. Und hier die so eine Erdkugel gemacht, das heißt mit so einem Gesicht, das einfach die Wesenheit der Mutter Erde symbolisiert. Und ich habe es jetzt hier ausgeschnitten, nehme das raus, ja, anscheinend hier muss ich noch ein bisschen schneiden, weil hier dieser Teil noch nicht geschnitten war. Hier dieses Gesicht, das andere Teil hebe ich noch auf, weil das brauche ich dann. So, jetzt habe ich hier eine Papierschablone vorbereitet, um diesen Bereich außenrum hier abzudecken. Habe so einen Kreis ausgeschnitten, dass es schön geht, rund abzudecken hier. So, und jetzt können wir hier anfangen, so Teile am Anfang ein bisschen mit dem Stift grau einzufärben. Du kannst es selbstverständlich, wenn du willst, auch spritzen. Nur diese feinen Linien mache ich halt lieber so. So, jetzt kommt das nächste. Hier können wir dann, nehmen wir so einen kleinen Pinsel und können das ein bisschen auswaschen hier. Schon bekommt es ganz einen anderen hier so. Nicht mehr so den Stiftcharakter. So, jetzt nehme ich in die Airbrush ein bisschen Grau hinein. Da habe ich dieses Modell eher Grau. Vorher habe ich es immer selber angemischt. Aber das, muss ich sagen, sagt auch sehr zu. Da braucht man es nicht immer anmischen. Jetzt gehen wir hierher und spritzen so in den vorderen Bereich hier. Auch dünn. Bisschen rein. Reicht auch schon. Und jetzt kommt unser Radierstift schon zum Einsatz. Hier können wir schon ein bisschen so ein paar Lichter reinsetzen. Der braucht es auch gar nicht. Und
jetzt kommt. Also dann drauf spülen, genau raus. Jetzt kommen ein paar Töne. Braucht es nicht viel. So ein Beige. Ton. Ganz leicht drüber, reicht auch schon. Durchspülen. Leicht durchputzen, immer so. Jetzt ein Olivgrün. Da können wir dann schon hier noch ein paar so feine Dinge reinziehen, so. Reicht doch schon aus. Wieder durchspielen. Und hier habe ich jetzt das mit dem Zirkel. Das ist Teil, mache ich hier so ein Licht raus. Mal sehen, wie das wirkt. Hier schon ein bisschen, dann ein bisschen ein Radiergummi, ein bisschen drüber, dann wird es ein bisschen verschwommen. Bisschen so reinarbeiten, schon ganz gut so. Und jetzt kommt hier dieser Teil heraus. Und jetzt benötigen wir diesen anderen Teil.
von dem Gesicht. Kleben das so auf. Und jetzt brauche ich Blau. Ich nehme jetzt hier das Zyanblau. Oder ja, genau. Von außen so leicht, so nach innen. Reicht auch schon aus. Kann das wieder weg. Jetzt können wir auch hier so ein bisschen die Ränder nachradieren, ein bisschen so. Gut, haben wir schon dieses Teil und jetzt muss ich das kurz wegnehmen, nehme die Schablone weg und entferne diesen Teil, diesen äußeren Ring. Hier noch diesen Bleistiftstrich wegmachen. So. Und jetzt kommt es wieder zum Einsatz, die Schablone. Ist jetzt ein bisschen kleiner, aber egal. Ich habe es ein bisschen kleiner geschnitten. Damit es drauf passt. Aber ich mache es jetzt so, weil das auch geht, und zwar werden wir gleich sehen. Ja. Jetzt spritzen wir einfach hier so ganz leicht rum. Ja, reicht auch schon. Das so die Atmosphäre darstellt. Und jetzt haben wir das schon so weit fertig. Und als nächsten Teil machen wir jetzt ein paar Feinheiten rein. So mit so einem Stift zum Beispiel. So zu verstärken noch. Und dann ein bisschen manchen Stellen wieder so mit nassen Pinsel reingehen.
diese Ansätze. Und ein paar so gelb ein bisschen rein. Ein paar Stellen. Und so blau. Ein paar. Schon ist das wieder ganz gut so. In diesem Sinn mal verbleiben wir als nächstes. Ich warte jetzt kurz wegen dem Kompressor. Als nächstes, ja. Als nächstes decke ich dann hier dieses alles ab und dann fangen wir mit dem Hintergrund an, bevor dass wir mit den anderen Details weitermachen. So weit, so gut. Das Einzige, was ich jetzt noch überlege, ich will jetzt nicht die ganze Zeit das abgeklebt lassen, ist nicht so gut. Also lasse ich, nehme ich das Papier und gehe einfach hier und mache hier soweit mal weiter für ein Teil, was hier nötig ist, und zwar den Rand so leicht anspritzen, noch hier so. Hier unten so wellig, wird es dann ein bisschen so außen rum. Geht auch so, dann brauchen wir das jetzt nicht abkleben. Ja. Und wieder durchspülen. Diese Spritze ist jetzt nicht so schlimm. Da kommt sowieso später einiges noch rein. Und zwar fangen wir jetzt an. Machen wir noch ein bisschen mehr, wenn wir schon dabei sind, mit Schwarz. Hier am Rand. So. Schon leer. Und jetzt ein bisschen Magenta rein.
Jetzt hier so ein bisschen. Magenta das einfärben, ganz leicht so. Okay. So weit, so gut. Weil dann kann ich jetzt hier beruhigt dann den nächsten Schritt noch machen, um mit Weiß können wir das abziehen, wie immer mit Borstenpinsel, also Spritzer. Ja. Gut. So weit, so gut. Okay, durchspülen. Jetzt ziehe ich das ab, den Rand, weil das meistens ist wieder dieses Papier, aber in dem Fall kann man es ja lassen so. Das nicht so qualitativ gut ist, aber sagen wir mal, gehört so. Und hier der Teil. Ist dann die künstlerische Freiheit. Wenn man sagt, das war Absicht hier mit dem Papier, wie so ein, ich weiß jetzt nicht, da gibt es so verschiedene, im Aquarell gibt es so verschiedene raue Papiersorten. Und dann sagt man eben, okay, das ist so ein Art. Den Betrachter, der nicht mal nur das Bild betrachtet, ist das sowieso anders als wie für uns selbst, der was gestaltet. Er sieht es mit einem ganz anderen Auge als wir. Natürlich, wenn du jetzt Betrachter bist und schaust mir zu, dann habe ich dir jetzt das verraten, ne? Okay, so weit, so gut. Ich tue es mal hier so ein bisschen runter, das sieht man nicht so jetzt. Ja, okay. Noch ein bisschen ran, dass
man die Einzelheiten ein bisschen sieht. Ein bisschen besser. Okay, dann viel Freude beim Nachmachen, wer nachmachen will. Ansonsten freue ich mich über eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Danke und tschüss.